hier Chris Heimann von Mozilla, hat gerade seinen Talk gehalten. Stell dich doch kurz vor, was machst du bei Mozilla? Ich bin Christian Heilmann, ich bin der HTML5-Sprecher für Mozilla, also Principal Evangelist ist mein Haupttitel. Das heißt, ich erkläre viele Technologien in einfacher Art und Weise und bilde auch Entwickler aus, um Sprecher zu werden. Also, dass Entwickler zu anderen Menschen sprechen können, ohne nur in Algorithmen zu sprechen und den Code. Ah, okay. Also auch Seminare oder sowas, Weiterbildungsgeschichten machst du auch. Seminare, Workshops, auch mit Kunden zu arbeiten, die jetzt Applikationen in HTML5 schreiben wollen und noch nicht wissen, wie das funktioniert. Ja, okay. Wie lange bist du bei Mozilla? 2 Jahre jetzt. Mhm. Fast 3 Jahre im August, im April. Okay. Und sitzt in London? Ja. Da ist das Europa-Office von Mozilla? Oder? Wir haben ein Office in London, das auch ein Open Space ist, wo Leute auch hinkommen können und mit uns arbeiten können. Also es ist so ein Sharing Space und Büro in einem. Mhm. Wir machen auch eins in Berlin auf dieses Jahr noch. Ah, ja. Und der Hauptsitz ist in Amerika in San Francisco und Mountain View. Okay. Die Beyond Tellerrand. Bist du zum ersten Mal hier oder warst du schon mal da? Ich war vor 2 Jahren schon mal hier und der Organisator ist ein guter Freund von mir, deswegen bin ich immer wieder eingeladen und Leute waren glücklich das letzte Mal, deswegen ist mich wieder eingeladen als Sprecher. Ja, wie gefällt es dir hier? Was macht für dich so das Besondere aus? Konferenzen merkt man wirklich, wie gut Konferenzen sind, je nachdem wie der Organisator sich dafür interessiert. Und Marc ist einfach Feuer und Flamme dabei. Marc Thiele, du merkst halt wirklich, dass das seine Konferenz ist. Er macht da was Neues. Du hast hier jetzt nicht nur irgendwelche IT-Firmen, die Leute einstellen wollen als Aussteller. Du hast jetzt beispielsweise hier Leute, die Skateboards bemalen oder auch mal einen 3D-Printer zum Angucken. Es ist halt so eine sehr interessante Konferenz, auch von der Mischung her. Mhm. Und er hat dann immer so Sprecher auch dabei, die du einfach nicht erwartest. Mhm. So Künstler oder Leute, die eben nicht nur im Code oder Design sprechen, sondern einfach sagen, so, hier ist das Web und jetzt mach doch mal was damit. Mhm. Das ist eine echt schöne Web-Konferenz und nicht nur eine, oh, wir machen jetzt eine App-Konferenz oder eine Android-Konferenz oder eine so und so. Also es ist fast schon zu wenig zu sagen, das ist eine Web-Design-Konferenz. Ne? Also ich beispielsweise bin gar nicht Entwickler oder Web-Design, aber für mich ist es auch höchst interessant, weil es auch immer wieder Meta-Themen gibt, wie beispielsweise Firefox OS. Mhm. Also kommen wir auch gleich zu deinem Talk. Worüber hast du gesprochen? Firefox OS natürlich. Du hast aber einen großen Bogen gemacht. Ja, mein Bogen war hauptsächlich Leuten zu erklären, dass wir seit Jahren als Webentwickler unterwegs sind und das Web ein ganz neues Medium ist. Wir haben wirklich alles neu gemacht, was vorher nicht so war. Vorher hatten wir CDs, wo wir Software installiert haben und im Web war auf einmal alles on demand. Ich bin einfach nur hingegangen, habe die Seite angeguckt und konnte wieder weggehen, wenn ich sie nicht wollte oder sie benutzen, wenn ich sie haben wollte oder bookmarken, wenn ich wieder hingehen wollte. Und als Entwickler waren wir ganz stolz, was Neues zu machen und haben uns auf Qualität berufen. Wir haben Qualität gebaut und waren auch ganz stolz darauf, auf die Sachen, die wir gemacht haben. Und dieses Qualitätsdenken geht ein bisschen weg derzeit und das nervt mich, weil wir sind jetzt sozusagen so, du musst jetzt mehr machen, schneller, 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 immer neue Handys unterstützen, immer neue Hardware unterstützen. Im Endeffekt hat sich nicht viel geändert. Das Web ist flexibel genug und Webtechnologien sind flexibel genug, um jede Plattform zu unterstützen. Und anstatt das zu zelebrieren oder uns daran zu erfreuen, machen wir immer neue Sachen und sagen so, das ist jetzt nur für iPhone. Nur fürs iPhone zu erstellen, ist genauso wie auf CD rauszubringen. Das wird irgendwann nicht mehr Sinn machen, weil es dann keine iPhones mehr gibt. Die CD-ROMs, die Jeremy Keith gestern angesprochen hat, dieses geschlossene Systeme, wo hat er als Beispiel genommen, wo das abgeschlossen ist, keine Verlinkungen beispielsweise möglich sind, und keine Offenheit. Ja, die Filme, die in den 80er Jahren nur auf VHS rausgekommen sind und nie im Kino gelaufen sind, die sind jetzt alle weg, weil die VHS-Kassetten nicht mehr gelesen werden können. Und diesen Fehler sollten wir im Web nicht machen. Es geht darum, um Informationen an Endkunden zu bringen. Und was der Endkunde hat, da habe ich keinerlei Kontrolle drüber. Ich kann nicht sagen, du brauchst den Browser, um meine Webseite anzugucken. Das ist schon ein Fehler. Weil im Endeffekt, man sitzt oft genug in irgendwie Internetcafés rum, weil ich am Computer nicht rumschrauben kann. Oder man ist halt auf seinem Handy, das nur eine bestimmte Größe hat. Da kann ich sagen, du brauchst einen größeren Bildschirm, um meine Seite zu gehen. Es geht einfach nicht. Und wir als Entwickler sollten diese Flexibilität als unser Ziel sehen und nicht zu sagen, wir machen jetzt das ganz tolle Ding auf einer Plattform. Weil diese Plattform ändert sich jeden Monat, jede Woche. Alles, was wir hassen im Internet, die ganzen Webseiten, die nur für Internet Explorer laufen, das war genau der gleiche Fehler und wir sollten diesen Fehler nicht wiederholen, sondern anstattdessen zu sagen, es gibt keine Pixel, es gibt keine Bildschirmgröße, es gibt nur Interfaces, die in dem Moment gut für den Endnutzer sein sollen. Du hast das Beispiel des Wassers gebracht, um das zu veranschaulichen, das fand ich sehr schön. Kannst du das nochmal vielleicht
Es war ein Quote von Bruce Lee, der einfach gesagt hat, dass Wasser flexibel ist. Und Wasser kann ich in eine Tasse tun, dann wird das Wasser zu der Tasse. Ich kann es in eine Flasche tun, dann wird das Wasser zu der Flasche. Und Wasser kann einfach fließen und beruhigen, aber Wasser kann auch zerstören oder kann auch viel Kraft dahinter haben. Die Flexibilität vom Wasser ist das Schöne daran. Und wenn man, also er hat es beschrieben mit Kampfsportarten. Es gibt ja einige Kampfsportarten, jetzt beispielsweise wie Wenzhou, wenn jemand keine körperliche Kraft braucht, sondern nur die Kraft vom Gegner im Gegen gibt, indem er wie Wasser eben zurückgeht. Mhm. Und genau das Gleiche kann man mit Interfaces auch machen. Mhm. Ich baue kein Interface für eine bestimmte Größe. Ich packe es in eine bestimmte Umgebung rein und dann passt es sich an, nachdem es rausgefunden hat, wie viel Größe erlaubt ist. Mhm. Und dieses Prinzip der Offenheit, der Nutzung schon bestehender Webtechnologien, die sich bewährt haben, das will jetzt Firefox OS in die mobile Welt bringen. Wie ist da der Stand? Du hattest gesagt, der Launch ist am 1. Juli. Ist verschoben worden, meine ich. Ne? Es hieß anfangs April. Ja, das liegt an den Providern. Also wir selbst, unsere Software ist fertig. Das Firefox-System ist raus. Wir arbeiten mit Hardware-Providern zusammen. Wir haben 4 Hardware-Provider, die die Handys herstellen und das kann Zeit kosten. Und wir arbeiten mit Mobilfunkbetreibern, die eben diese Handys dann rausbringen mit einem Vertrag. Die Vertragszeiten können sich auch ändern. Da gab es einige Verschiebungen, was eigentlich schade ist, aber mein Vortrag ging über Qualität. Also ich habe es lieber, dass ein Handy rauskommt, das wirklich funktioniert und Leute auch glücklich macht, anstatt es jetzt rauszubringen, weil wir eine bestimmte Deadline hatten. Firefox OS bedeutet, dass die Menschen, die ein Firefox OS-System bekommen werden, das ist in 90% der Fälle Menschen, die zum ersten Mal ins Internet gehen, die keinen Rechner zu Hause haben, die kein Tablet haben, die wirklich nur ein altes Handy haben, das nur Textmessages schicken kann und ein paar Spiele drauf hat, die man nicht mal runterladen kann, weil es die Markets nicht mehr gibt von damals. Diesen Menschen wollen wir Zugang zum Internet geben und mit Firefox OS wird es eben dieses geben und da ist der erste Eindruck unheimlich wichtig. Ja, bring the mobile web to everybody, das ist ein bisschen der Leitsatz, der auch in deinem Talk durchkam. In T332, unserer neuen Ausgabe, ist Chris Heimann im Interview und erzählt noch ein bisschen detaillierter über Firefox OS. Schaut rein, kauft euch die neue Ausgabe und ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke auch an dir. Dankeschön.